Wir werden bei unserer Toranlage, die mit einer 560er Steuerung ausgerüstet ist und mit einem WA500FU, die Zwischenendlage programmieren. Die Zwischenendlage befindet sich vorzugsweise zwischen den einzelnen Bremsrampen Tor auf, Tor zu und kann hier an der Steuerung von Hand programmiert werden. Das Menü, was wir dazu brauchen, ist das Menü 21, um die Zwischenendlage zu programmieren. Und das wollen wir jetzt einmal tun. Wir öffnen dazu den Deckel, betätigen die Programmiertaste, bis auf dem Deckel die Anzeige 4x0 erscheint. Die beiden ersten Ziffern sind für das Menü, die beiden zweiten Ziffern für den Parameter. Und wir gehen jetzt auf Menü 21. Das können wir in Einzelschritten tun oder aber auch scrollen, bis wir die Nummer 21 erreicht haben. In der Nummer 21 werden wir jetzt die Stopptaste betätigen, und zwar bestätigen wir die für circa 5 Sekunden. Jetzt erscheint LH, das bedeutet Lerne Zwischenendlage. Und diese Zwischenendlage können wir jetzt anfahren über die Taste Tor auf oder die Taste Tor zu. Unser Tor stand in der Position Tor zu, also fahren wir in die Richtung Tor auf. Und zwar bis in die Position, wo wir unsere Zwischenendlage erreicht haben. Zum Beispiel für ein Autohaus, wenn anstelle von höheren Fahrzeugen nur PKWs in das Tor hineinfahren, kann man das prima zum Beispiel für die Winterzeit nutzen, um es für die Monteure nicht so kalt werden zu lassen. Die Zwischenendlage können wir natürlich auch noch mal positionieren, indem wir über die Taste Tor auf, Tor zu die Einstellung vornehmen. Dann bestätigen wir das durch die Stopptaste und auf der Steuerung erscheint Menü 21 als Bestätigung, dass diese Position jetzt gespeichert wurde. Wenn wir das Menü entsprechend wieder verlassen wollen, gehen wir wieder bis auf 4x die 0 und bestätigen das einmal durch die Stopptaste. Und jetzt erscheint im Display H für Zwischenendlage, also Höhe. Wenn wir auf die Taste Tor zu drücken, fahren wir wieder in die Endposition Tor zu. Und wenn wir diese Torposition Tor zu erreicht haben, können wir jetzt über die Taste Halb auf die Zwischenendlage direkt anfahren. Dafür haben wir hier die Position Halb auf, eine separate Taste. Und über diese Taste ist das Anfahren der Zwischenendlage direkt möglich. Das war's schon mit der Zwischenendlage.